So, hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem insgesamt fünften Spiel im UEFA Cup. Hier seht ihr schon meinen Gegner. Und ja, oioioi, er hat genau auf denselben Positionen den Bronze- und Silberspieler versteckt wie ich. Ja, Thiago, oioioi, hat er. Eden Hazard, also das ist, oh, Marcelo hinten links. Also der hat mich ja gegen Bayern richtig überzeugt letzte Woche. So, geht los, Azipuschen am Start. Ich muss dieses Spiel gewinnen, um eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Oh, oh. So, den ersten schon mal abgewehrt. So, höchste Konzentration hier. Ah, nein, er kommt nicht an. Schade. Oh, er drückt hier gleich auf Start. Was ist da los? Will er etwa schon sein Team umstellen? Oh, ja. Habe ich ihn scheinbar schon zu sehr unter Druck gesetzt? Nein, eher nicht. Aber mal gucken. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Ich schneide das einfach raus. Da, weiter geht's. So. Ich habe sogar diesmal Teamtraining gemacht. Das hatte ich beim allerersten Spiel hier voll vergessen und habe da ein Dings von knapp 60 gehabt. Eine Kondition oder eine Fitness, sagt man ja. Aber hier starte ich mit 100%. Und nein, das hätte es doch schon sein können. Die erste gute Möglichkeit. Habe ich ein bisschen zu lang gezögert. So, habe ich. Ta! Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, nee, da, das habe ich mit. Nein, das gibt's nicht. Im Ansatz erkannt, konnte ich aber dann doch nicht verhindern. Durch Willian. Ja, jetzt ist es ein Auftrag. 1-0 ist ja noch gar nichts. Oh, oh, oh. Ah, den kriegt er da hinten. Oh, nö, den hätte ich doch rausspielen müssen. Ah, schade. Also ich kann mit meinen Möglichkeiten vorne am 16er noch nicht so richtig umgehen. So, Einwurf. Ah. So, höchste Konzentration, wie der Jogi Löw sagen würde. Ah, der war schlecht verteidigt. Mit ganz viel Glück diese Möglichkeit verhindert. Also er ist deutlich besser drin im Spiel als ich bislang. Und, hätte ich einen schnelleren Stürmer da vorne, wäre es jetzt brenzlig geworden. Aber den habe ich nicht. Stark. Cellini. Mesut Özil. Nein. Also ich komme mit meinen Chancen hier noch nicht klar. Nach vorne komme ich. Oh, oh, oh. Ja, ja. So nicht. Oh, das war aber schlecht. Und Eckball. Ja, knapp 24 Minuten gespielt. Den hat er. Ah. Wo ist Lukaku, wenn man ihn braucht? Und jetzt komm, komm, komm. Nein. Ah, ich komme einfach nicht zum Konter. Oh, Riesenparade. Und das gibt nochmal Eckball. So, und weg. Ich habe leider nicht die Konterspieler in diesem Team. Also Lukaku ist nicht der Schnellste da vorne drin. Und Dries Mertens ebenso wenig.
So, vielleicht jetzt mal Aufbauspiel. Ja, das sieht doch gut aus. Lukaku. Na, ah, verdammt, den hätte ich in die Mitte auf Özil passen müssen. Dann wäre es hier wahrscheinlich wirklich gefährlich geworden. Ecke. Da ist keiner. Oh Mann, ich bin so unsicher im Passspiel heute. Das ist sonst gar nicht meins. Ah, fuck. Das läuft ja beschissen hier. Oh Mann, also hier schon wieder so ein wirklich blöder Fehlpass. Ah, es läuft überhaupt nicht. Ja. Wenn er den macht, war's das. Ja. No, Pfosten! Ah, jetzt Nachschuss. 3-0. Das war's. Da ist die Halbzeit. Ein Glück. So, das heißt, wir können hier ein bisschen rumwechseln. So, nehmen wir mal Gündogan raus. Dafür kommt Andrea Pirlo ins Team. Timo Werner für Dries Mertens. Der ist ein bisschen schneller. Ja, die zwei wechseln erstmal. Wird zwar nicht mehr so viel bringen jetzt. Aber versuchen wir das Ganze noch zu Ende zu bringen hier. Also meine Pässe sind heute unterirdisch. Freistoß. So, jetzt so ein schönes Pirlo-Tor. Habe ich ja schon mal gemacht neulich. Ah, abgefälscht. Da soll er hin. Da kommt er hin. Oh, den hält er. So, Timo Werner jetzt. Oh, mieser Abschluss. Ja, das kommt jetzt noch hinzu hier. Ah. Kein Durchkommen da.
So, nochmal Eckball jetzt. Ah, Leroy Sané dazwischen. Also wirklich besser laufen tut die zweite Halbzeit jetzt nicht. Die Passquote ist immer noch absolut mies. So, nochmal Eckball. Also ich komme gar nicht mehr hinten raus gerade. Ja, 4-0. So, noch 20 Minuten, die ich hier rumkriegen muss. Ah! Ja, wird nochmal gepfiffen. Abgefälscht. Nochmal Eckball jetzt. Irgendwie läuft die Zeit auch überhaupt nicht runter, habe ich so das Gefühl. So, nochmal. So, jetzt nochmal Timo Werner. Eieiei. Na du? Ah, gib mir mal Freistoß. Den hat er aber gut pariert. Das wäre nochmal ein schönes Tor geworden, aber soll wohl nicht sein hier. So, nochmal Ecke. Da müssen wir nochmal Andrea Pirlo nehmen hier. So, den schnürkeln wir doch mal genau da so auf den Elfmeterpunkt. Passt nicht. So, die letzten Minuten laufen. Gleich hat das endlich ein Ende hier. So, nochmal Pirlo. Oh, wird aber... Kein Freistoß, eieiei. Ja, nochmal der Fernschussversuch von Mesut Özil. So, 90. Minute, Thiago nochmal. So, bevor der Schiri hier abfällt, werde ich nochmal, oder sage ich nochmal, das war's, meine lieben Freunde. Das war jetzt das letzte Ultimate-Team-Spiel, was ihr von mir gesehen habt. Bei mir wird es jetzt normal weitergehen mit der Trainerkarriere wieder.
Und Rückspiel gibt es natürlich auch noch. Das seht ihr dann auf dem Kanal von meinem Gegner jetzt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal vorbei. Vielleicht hole ich da ja noch mal ein Pünktchen oder sowas. Also schaut vorbei. Wir sehen uns. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.